Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier einen Rennwagen vorstellen. Ja, hier steht einmal F1 Marlboro und der kostet hier 70.000 Euro eine Anschaffung, 3.570 hier Leasing. Wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit, so wie jetzt da steht, von 1.508, wenn das stimmt, aber ich glaube das kaum. Also 70 Liter Tank hat er, 600 PS, entsprechend hier 441 kW. Wir haben hier noch Möglichkeit der Felgenfarbe zu wählen, Beispiel hier in Chrom oder Orange, sieht auch nicht schlecht aus. Oder hier in Schwarz natürlich. Ja, dann haben wir jetzt hier Motorausführung. Da haben wir hier V10 Renault, da haben wir über 1450 PS, entsprechend hier 1066 kW. Und dann haben wir wieder hier Standard. Dann haben wir hier, ich denke mal, wir gehen hier auf andere, gehen auf Chrom hin, dass sie es besser natürlich sieht. Dann haben wir jetzt Stock 1, Stock 2, APX-Felgen und dann hier Walkmeister haben wir jetzt da und dann jetzt hier wieder Morgmeister 1, also 1 Meter. Und dann jetzt haben wir hier, wie wir hier sehen, sogar Terschneiderreifen auch noch drauf. Da kommt jetzt irgendwas hier durch, wie es ausschaut. Ich finde, es sieht schon mal sehr interessant, das Ganze natürlich aus. Ich habe natürlich schon gekauft in zwei Varianten. Das hier ist jetzt hier der normale. Wenn man jetzt einschaltet, man hört jetzt den Nix. Es erscheint sich hier um ein E-Auto zu handeln. Dann sehen wir jetzt, hier gehen so Bolzen hier durch und hier, da hat er irgendwas verschoben vermutlich. Oder es ist eine Art Wegfahrsperre, keine Ahnung. Das Bremslicht, das leuchtet dauernd. Wir gehen einfach jetzt mal vor, machen natürlich hier unsere Garage auf. Wir wollen das Auto natürlich von unten her auch anschauen. Aber ich finde es schade, dass er hier also keinen Motorsound hat. Zumindest so ein so wie ein UFO oder sowas auf der Richtung. Na, hier vorne haben wir das gleiche. Da kommt auch sowas durch. Wie man hier sieht, also ist er starr. So, fahren wir erstmal hier mal rauf. Halten Taschenlampe mal ein. Schauen wir uns mal hier uns unten hier an. Sieht schon mal interessant aus. Leider also kommt die Textur ein bisschen durch. So, es ist nicht gerade so weltbewegendes. Aber ich finde schon mal hier der Wagen, ja, hat was an sich. Sonst würde ich natürlich das Video nicht machen. So, schauen wir. Okay, jetzt, wo bin ich jetzt? Bin aber eingestiegen in die Innersicht. Anders, ich sehe mir hier vorne, also das ist ein bisschen pixelig. Das Ganze. Oh, also 340 km/h sollte man fahren. Hat sogar Quietschehupe. Wir fahren jetzt einfach mal hier eine kleine Runde. Oh, hier läuft der Fuchs. Also, mal schauen wir mal. Also, ja. Fahren, ja, kann man eigentlich relativ gut. Man muss ja immer ein bisschen eher natürlich ein bisschen rumfummeln, dass man, ups, ja, da war der Masten stärker als ich. Lenkrad finde ich, ja, ist auch nicht schlecht gemacht, so her. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Fahren mit einem Fahrzeug ohne einen Sound natürlich. Ja, vielleicht kommt ja noch einer auf die Idee und baut hier einen Sound ein. Ah, ich muss in die andere Ansicht gehen, also okay. Und da hört man ja einen Rollsound ja schon. Und wenn wir jetzt hier also mal aussteigen und rangehen, dann sehen wir hier, das ist ziemlich, also die Schrift ein bisschen pixelig. Wir haben hier, so sollten Rückspiegel sein. Kann man aber nicht viel wirklich erkennen. Also sind schon mit Funktion da, aber sehr schwierig. So, ich versuche jetzt wieder mal in die andere Ansicht zu gehen. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts, wie es
den Anschein hat. Also fahren wir jetzt lieber Außenansicht. Ja, das war jetzt meine Schuld. Ich habe jetzt also versucht, was zu schauen. So, wir geben jetzt Vollgas. Er hebt ein bisschen ab, wir mal sehen. Man überschlägt sich auch gewaltig. Uiuiui. Ja, man kommt doch relativ hier ins Schleudern damit. Irgendwie kommt mir auch vor, dass der Reifen, der Flügel, ja, der Flügel hängt im Reifen drin. Das auch. Ah, das Modell hat nach meiner Meinung her ein bisschen also eine, wie soll man sagen, der hängt hier drin hier wie ein Sandsack. Glaubt, der schaut auch unten durch. Das müssen wir nachher nochmal schauen. Fahren wir am besten nachher nochmal auf die Bühne. Mit denen hier. Weil mir kam vor, wo ich mich überschlagen habe, dass. Oh, der geht ja noch schneller ab hier. Das ist der mit die, was ich, wie viel PS natürlich. So, jetzt sind wir jetzt hier auf der Bühne. Und wir wollen natürlich das jetzt dann nochmal schauen. Ups. Ja. Da ist also das Bein draußen, wie also bei der Familie Feuerstein, wenn ihr sicherlich die Zeichentrickserie kennt, wo die Leute da immer also mit die Füße treten und sagen, jabba jabba da du! Ja, sowas auf die Richtung. Ja, also Lichter hat er keine. Das Bremslicht brennt, leuchtet dauernd. Schauen wir uns jetzt einfach mal hier die Lok an. Ja, von den Modding-Team oder Modder hier den TFSG, wie wir hier sehen, hier das also Aero drin. Er kann hier einen Sound nicht laden, also von, deswegen haben wir ja keinen Fahrsound. Also von denen habe ich eigentlich bis jetzt immer in der Lok hier ein Aero drin gehabt. Deswegen eigentlich mache ich normal von denen her keine Videos. Heißt nicht, dass es der die Sachen nicht toll ausschauen oder so, aber sind halt nicht fehlerfrei. Aber naja, ich habe gedacht, ja, ein Formel-1-Rennwagen mal ein Video davon zu machen, wäre ja nicht schlecht in LS. Dazu, dass es ja noch die Event-Map gibt, natürlich wäre das ja eigentlich ja lustig, würde ich mal sagen. Ja, wenn euch trotzdem hier das Video natürlich gefallen hat. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr reinschaut. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.